Mittwoch, 24. November 2010. Wir haben ungefähr 9 Uhr. Ich stehe vor dem Berliner Hotel Estrel in der Sonnenallee 225. Der Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei hat begonnen. Mit diesem Slogan wird Bundespräsident Christian Wulff hier aufgefordert, einem verfassungswidrigen Gesetz namens Atomgesetz die Unterschrift zu verweigern. Denn ohne die Zustimmung des Bundesrates sollen die Laufzeiten für Atomkraftwerke kurzerhand verlängert werden. Der Präsident steht unter erheblichem Druck der Atomlobby und der schwarz-gelben Regierung. Sehr viele Menschen fordern Christian Wulff auf, keinen Verfassungsbruch zu begehen. Mit Pfeifen, Tröten, Trommeln und Plakaten wird er hier empfangen. Sogar nach dem Willen der Gewerkschaft der Polizei sollen Castor Atommülltransporte vorerst nicht mehr ins niedersächsische Gorleben gebracht werden. Die Ausmaße der Strapazen für Polizeibeamte seien nicht mehr erträglich, so die Gewerkschaft. Ein Schritt zur Seite, an Gorleben vorbei. Während die Polizei um öffentliche Mittel für besseres Rüstzeug gegen den zivilen Ungehorsam der Öffentlichkeit bittet, kann sich die Atomlobby konsequent auf die Suche nach dezentralen Standorten für Zwischenlager machen. Damit sich Gorleben auf ein Leben als Endlager gefasst machen kann? Der Herr Bundespräsident ist schon drin. Das heißt, er hat sich nicht getraut, hier vorzufahren, sondern hat sich anscheinend still, leise und heimlich von der Seite reingestohlen.